Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 14, zur Liga und so weiter gegen Gladbach heute. Kleiner Satzbau gegen Gladbach heute. So, ich erinnere mich noch, letztes Mal haben wir hier Aufstellung gemacht. So, ich guck trotzdem mal. Ah, wir haben leider verloren, ja. Im Pokal, aber ja, Herrgott. So, Sobich und Rajkovic kann noch. Ilicevic vielleicht mal raus. Ja, gut, komm. Spielt Beisheit nochmal und Van der Vaart tauschen wir mit Aslan. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so die schlechteste Idee. Wahrscheinlich schon. Um die ein bisschen zu schonen. So. Hä? Ja, das sah sehr interessant aus. Wo ich will. Hallo? Spielen! Escape. Dü-d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 ü. Hier nochmal eine Überblickstabelle. Wir haben 15 Punkte. Und ich habe, glaube ich, gerade gesehen, Bayern oder der erste Platz, wenn wir den gesehen haben. Auf jeden Fall der ganz oben war, der 24? Ehrlich? Ich glaube, ich habe mich verguckt. So, gegen Gladbach jetzt hier, wa? Da hat Hamburg ja in Real Life leider 2-0 verloren. Auch ganz komische Tore, ne? Egal. So, das war wunderbar. Ja. Krieg den Ball auch nicht zurück hier in den Ball. Ja, Jansson, du bist am Held. Ah, doch nicht. Ja, es ist merkwürdig, wo ich manchmal hinpasse, ich weiß, aber. So, ja, genau, da sollte der hin, nicht etwa zu dem, der da außen läuft. Nein. Flanke auf Aslan! Nein! Ah, knapp vorbei. Aber die Flanke war nicht mal scheiße, guck mal. Dusch. Ah. Hätte er nicht gehabt. Auf keinen Fall. Nee. Der Ter Stegen. Der Degen. Ah. So. Ja, sogar hier vorne ganz alleine. Versucht ihn dazu. Was? Oh, behält den Ball. Das war richtig dumm. Egal. Von der Dummheit mal abgesehen. Oh. Woher krieg ich den Ball? Das ist ein merkwürdiges Spiel gerade, hallo? Was? Hin und. Hallo? Was spielt Gladbach denn die Pässe durchs ganze Mittelfeld? Ja, so, jetzt. Geht's hier mal ordentlich weiter. Gladbach ist ja super, dass ihr auch mal. Ja, ich mach doch mal einen Trick und verliert den Ball. Ja, das kommt aber raus, ja, weißt du? Und diese Tricktore immer auf FIFA, ne? Ihr kennt ja vielleicht hier auch EA Sports, wenn die mal. Ja, die besten Tore der Woche so zeigen, ja. Ich weiß nicht, die eingesendet wurden auf irgendwo, weiß ich nicht genau, wie es geht. Ja. Das sind immer Tricktore. Oder meistens. Ich meine, es. Ups, da war ich ja. Ich meine, Tricktore sind ja schön und gut und man feiert sich auch übelst, wenn man das mal schafft, ja. Aber ganz ehrlich, die gehen mir so auf die Eier, diese Tricktore. Ah, ich hab. Guck mal, da ist jemand ins Tor gefallen. Was war mal das, ne? Ja, wer ist Kapitän? Weiß ich nicht. Also ich muss sagen, ich meine, es sind hier, ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie, ich sollte mir auf den Ball achten. Was machen die denn da? So, Tricktore. Ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie mit FIFA 14 geile Kombinationen möglich werden oder so. Nein. Das war dumm. Egal. Und dann machen die weiter irgendwelche Tricktore. Ich meine, das muss doch nicht sein, oder? Also ich meine, das war schon mal FIFA 13, die ganze Zeit Tricktore und Distanzschusstore. Ich meine, man feiert sich auch übelst, wenn man Distanzschusstore macht, aber die sehen einfach nicht schön aus. Ich meine, im Gegenteil, die sehen eher so aus, als wenn die Torhüter nichts drauf hätten. Was ja auch so ist, aber dass die EA das ja nochmal zeigen muss, dass sie nichts drauf haben, also weiß ich nicht, ob das so gut ist. Egal. Ja, wunderschön, da ein Fallschlag hier von dem Haudegen. Jetzt einmal mal auf den Ball gehauen. Was? Krank. Boah, ich hab richtig Bock wieder auf alles, ne? Also, ich hab schon länger Bock, ja, aber ich hab's ja erklärt. Oh, Adler hat einen Ball gehalten. Das gibt ja gar nicht. So, Renze da drüben, Renze? Nö.
Warum auch, ne? Richtig. Ja, klar. Klar. Ich wollte nicht etwa zu dem da oben spielen. Nee, nee, Quatsch. Quatsch. Ups. Doof. So, warte mal. Das kurz konzentrieren. Konzentrieren. Warte mal. Ich weiß nicht, ich höre gerade so ein bisschen im Hintergrund, habe ich gerade, glaube ich, irgendwas gehört. Bin mir nicht sicher. So, komm schon. Jetzt machen wir was Gescheites hier. Renn, 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 nein. Oh Mann. Renn du, ja wunderbar. Na sogar. Der Held der Herzen. Was? Okay. Die Flanke war ja nicht scheiße, Alter. Wie kommst du denn da drauf? So, jetzt hier. Verteidigung. 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 Sehr, ja, das war. Das war ganz gut. Alter. Das war really, really close, ja. Guck mal, wie, Alter, wie die da hängen bleiben. Das ist echt nicht fein. Wo spielt der hin? Was ist das? Kollege. Das ist zu 100% nicht lustig. That's not funny. So, gib mir mal den Ball, bitte. Bitte. Ich kann gerade noch so erzählen über den HSV, ja. Bis auf, dass sie unter Van Marwijk, wie er, glaube ich, heißt. Ich hoffe, später noch richtig aus und so. Die spielen wirklich besser. Wer das gesehen hat gegen Wolfsburg. Letztes Mal war anders, keine Ahnung. Wer das gesehen hat, Alter, Zucker. Also echt, das war. Also das, natürlich geht es auch besser, aber war schon schön. Ich habe es nicht gesehen, aber was man so hört und was man, also die Ausschnitte, die man so sieht, oh Mann, waren gut. Wirklich. Also Van Marwijk war ein Glücksgriff. So, wer war da im Tor, habe ich wieder nicht gesehen. Egal. Ah, ich habe die Halbzeit schon nicht vorgelesen. Tut mir leid, tut mir leid. Tut mir leid. Okay, wir setzen einfach mal das Spiel fort. In der Hoffnung, wir schießen noch irgendwie einen Glückstreffer. Schießen einen Glückstreffer, ja, ganz klar. Vielleicht, eventuell, klappt das, ja? Ja, weiß ich nicht. Ah, Gott. So, ja, genau. So weit sollte der gehen. Auf jeden Fall. Da drüben rennt keiner, ist sehr schade. So, Herr Diekmeier, das mal ein bisschen Platz. So, jetzt hier wieder konzentrieren auf Kramer. So wie ich. Ja, sehr schön. Sehr schön. Da kam meine Krankheit wieder hoch. Meine Heiserkeit und meine Halsschmerzen und alles. Ja, verstehst du? Oh. Genau, ja, ganz klar. Also die Situation, die war so herrlich anzusehen, ja. Oh. Das war eine merkwürdige Situation gerade. Naja. So. Da muss er wieder ein bisschen aufpassen. Ich mit dem. Alter, nimm den Spieler. Nein! Was ist das denn? Also bei solchen, ich verzweifle. Ich drehe den Hals um. Ja. Genau. So. So, warte gleich, okay? So. Ja, da wurde ich gerade gestört, egal. Geht weiter. Muss mich kurz nur sammeln. Wir haben jetzt irgendwie ganz komischerweise ein Gegentor kassiert. Das war wieder so ein dämliches Tor. Ich meine. Nein! Ich will dazu nichts sagen. Oh, sehr schön. Sehr schön. Lauf! Ich dachte, lauf.
Nein, der war viel zu weit. Ja klar, ich spiele einfach mal fast direkt in seine Füße. Ist ja logisch. Wo läuft er hin? Give me the ball. Gib mir den Ball. Jawohl. So, rennst du? Nee. Nö. Warum? Nein, spiel doch. Leck mich am Arsch. Hört euch gesagt. Es ist so sexistisch. Nee, egal. Alter. Gib mir mal den Scheißball jetzt. Ich dachte, das ist das so. Also heute ist ein Verzweiflungstag bei FIFA. Verzweiflung. Verzweiflung! Boah, ja, richtig. Herrliche Parade. Ah, cool, mein Pass, der vernünftig gelaufen ist. Alter, guck mal, genau das meine ich. Da machst du nix, Alter. Oh, Mann. Ja, richtig. Nein. Ich fass es nicht. Geht mir das Spiel gerade auf die Eier. So, jetzt lauf dahin. Ich mach mal hier ein bisschen offensiv. Mache offensiver. Damit die vielleicht auch mal nach vorne laufen. Nein, das war viel zu weit. Ja, ich raste bei dem Spiel aus. Ja, blablabla. Wechsel. Schneller. Danke. Ich finde es gut, dass man das überspringen kann. Habe ich auch wahrscheinlich schon mal gesagt. Heute nicht, mein Freund. Pistisch. Alter, warum steht denn da drei Hamburger Spieler stehen drum herum und machen einfach einen Scheiß, Alter? Komm schon! Spiel, reg mich nicht auf. Reg mich nicht auf! Ha, na! Nein. So, jetzt hab ich ihn mal! Komm schon, komm, geht in die Blüte und nicht davor stehen. Es ist kein Verzweiflungsspiel. Nee, Quatsch, gar nicht. Alter. Geh mir nicht auf die Nüsse. Ich glaub das nicht. Stirb. Keine Worte mehr für... Da, guck, warum glitscht er zur Seite? Warum glitscht er nach oben? Was ist das für eine Scheiße? Mann, ey. Ja, genau, ich mach kurz einen Pass. Ich bin behindert. Alter! Wie behält er da den Ball? Steh ich nicht. Ey, die sind nur zu zehnt. Der eine liegt am Seitenrand und stirbt gerade. Geil. Oh nein, komm schon. Ja, ist ausgelaufen. Guck mal, in solchen Situationen muss man dahin rennen. Und die rennen doch nicht hin. Aber wenn der Ball 10.000 Meter weit wegfliegt. Ich renn mal vom Ball. Ja, kein Problem, Alter. Okay. Seems like they... Nein, nicht zurückpassen. Was denn? Ah! Nein, mir geht's gut. Ich mag das Spiel. Ja. Das Spiel ist nicht. Muss doch wieder los nachher. Hm? Hallo? Uhr, geh an! 12:11 Uhr? Ja, eine Stunde hab ich. Nein, eine Stunde habe ich noch. Weiter. So, Pressekonferenz. Vor dem Leverkusen-Spiel. Die machen wir natürlich noch und dann würde ich sagen. Lol. Ach, das wäre okay. Hab's schon verstanden. Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Partie gegen Leverkusen. Ciao!